Rock'n'Stone, liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Deep Rock Galactic. Hast du kein Bier? Nein, es war kein Bier an der Theke, als ich gekommen bin, deswegen war ich schon minimal erbot, aber es ist egal. Ja, komm. Ja, auf jeden Fall, hallo Leute. Schönen guten Tag eins zusammen. Eins gibt's noch. Hallo, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Hoffentlich habt ihr auch schön so ein Bier gesoffen erstmal. Prost, Prost. Und hinter damit. Das sieht auch schon richtig giftig gelb aus. Quatsch. Boah, das geht sich. So jetzt die Runde, da sehe ich mich aber eigentlich. Klassischer Freitagabend. Oh, ich bin umgekippt, glaube ich. Bei mir ist es Montagmorgen. Ich bin ohnmächtig, ich liege vor dem Ding. Ich kann mich nicht bewegen. Hello, darkness, my old friend. I hope it's a mild one. Ey, ist auch mitgenommen. Mild one, thanks. Mmm, ja. Ich ziehe auch bitte die Runde. Ich hab mich jetzt zurückgelassen einfach. Betrunken. Warum ist doch nicht sehr alles doppelt? Bisschen Resümee hier, legendärer Speer anwesend. Legendärer Speer. Ja, ich hab den höchsten Rang mit dem Speer. Okay, jetzt ohnmächtig werden, mich anscheinend ausnüchtern lassen. Das ist auch so ein klassischer Sonntagmorgensatz. Wer die Karte hat. Ich bin echt nüchtern. Aber bei den Gasen hier drin wirst du direkt wieder nicht mehr nüchtern. Ja, das ist wie Riechsalz hier. Das sind die Riechsalzminen. Ja, ich glaube. Oh, lecker. Von Poplia. Wir müssen Blumen sammeln. Apoc Flowers. Und ich dachte, das ist der Urinstein von Deponia. Der Urinstein. Ach ja, und by the way, holt euch das Survivors Game von Deep Rock. Mega geil. Gar nicht wenig zu sagen. Habt ihr es gehört, liebe Leute? Genau, habt ihr es gehört. Du besitzt es, Specs. Besitze ich es? Also ich ja, ich hab's dir geschenkt. Ach, stimmt ja. Ich hab's auf jeden Fall noch nicht angespielt. Das habe ich schon seit der Ewigkeit vor. Ja, ich warte drauf, dass endlich mal ein Video von kommt und er spielt hier nur 5 gegen Willi, weißt du? Ich spiele Pokern primär, muss ich sagen. Hier, Balatro, das ist sehr geil. Da kommt bestimmt auch bald ein Video zu, Leute. Also hier, lasst ein Abo da bei uns ein am besten. Baller Bro? Ich baller dir gleich eins, Bro. Ich kann bohren. Ja, ich bin halt schon wer fertig. Wer fistet wen oder? Durch? Okay. Da ist noch eine Blume. Meine. Unfair. Ist das ein... Was geht hier ab? Aber ich liebe den Grappling Hook. Ja, ich merk's schon. Da ist noch einer, die hast du übersehen. Die habe ich für dich gelassen, damit du nicht ganz so traurig bist. Och, wie liebreizend. Bär übersehen nicht. Schon wieder über einen übersehen. Ist ja schon die zweite. Ja, ihr sollt euch nicht ganz unnütz vorkommen. Oh, wir haben wieder Kamis. Ja, das ist jetzt dein Problem, weil du so weit vorgelaufen bist. Wir haben Deckenspinnen. Sind wir Greifer? Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Also ich bin die Ruhe selbst. Könnt ihr mal Licht an die Decke machen? Ja, könntest du. Alter. Übrigens, die Money zu mir. Ami-Party. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wo die hinrennt. Ach, bei dir wundere ich mich um gar nichts mehr. Wie ist die denn überhaupt? Oh, wir haben ein Event. Ah, hier ist welches? Trillit. Ah, Trillit, ja, das geht ja. Das. Ich hatte schon wieder gedacht, fucking Toppeltower oder sowas, den kann ich nicht mehr sehen. Nee, den. Da staub ich öfter, wie dass ich ihn schaff, tatsächlich. Was ist das? Kommt auf die Zusammenstellung drauf an. Also, du hast halt so einen Turm mit verschiedenen Waffensystemen und gerade wenn du alleine bist oder sowas, wenn dann die Kamikaze-Drohnen sind oder sowas, das ist super ätzend. Naja, ich meinte dieses Ding, was wir hier haben. Das ist recht angenehm. Das ist Trillit. Du bekommst einfach nur einen Bombenträger, von dem du aus Bomben auf diesen... Das Ding kommt irgendwo runter und die musst du halt hier drauf werfen. Okay, ja. Easy. Denke ich mal. Weißt du, Katka, es ist zwar alles schön recht und gut, dass du das super machen kannst, nur ich muss das auch üben. Was denn? Erklären. Deswegen habe ich es zusammengefasst, damit du das nächste Mal weißt. Schön. Das ist Physik. Physik. Ja, vielleicht kannst du ja Physik besser erklären. Nicht wirklich. Weil das muss die Leute jetzt so verwirren. Leute, wir haben hier so einen kleinen Running Gag mit Physik. Seit der letzten Runde. Ja. Vorletzten. Also, schaut euch die anderen Videos an, wie ihr es euch getan habt. Das ist sehr witzig. Schreibt Physik in die Kommentare.
Genau, schreib Physik in die Kommentare, das ist wichtig. Da kackt irgendwas Eier. Ich kann das Gras dir wegbrennen. Naturwissenschaften. Hey, das ist doch erst ab Oktober erlaubt. Naturwissenschaften. Natur vor allem. Das ist ja, sagt. Nee, es ist doch April oder nicht? Nein. Nee, das hat doch die CSU oder CDU, wer es war, versuchen es doch jetzt wieder zu kippen. Das Letzte, was ich mitbekommen habe, dass das erst 1. April jetzt steht, hab keine Ahnung. Nee, wie gesagt, die CDU, CSU war es, glaube ich, die bringen das jetzt hier irgendwo vor einen Ausschuss. Schön, dass eine Mehrheit nichts mehr zählt. Mhm. Sag mal, mir ist es egal, ich brauche das Zeug nicht, ich konsumiere das auch nicht. Und aber die Regulierung davon finde ich gut. Wir werden ja im Ersten sehen, ob es legal ist. Das ist das Einzige, was ich wissen muss. Nein, ist es nicht. Ja, ich habe aber keinen Plan. Das ist alles, was deswegen sage ich ja, ist es nicht. Ja, okay, dann ist es das anscheinend nicht. So, wo kommt der Spender? Sieht schon niemand was blinken? Also ich habe gerade so ein Ding hier wieder am Zusammenbauen. Ja, es hat mir fast einen neuen Scheitel gezogen, der ist hier. Ach, geht ja. Ihr macht irgendwas, ich baue wieder weiter. Mal von, ja, ich sag was, Trilith ist halt relativ... Unten ist ja noch einer. Direkt, noch so eine Mulle. Mulle doch, muss es. Ja, du kannst es von oben werfen. Lass mal eine Beine finden. Oh, hallo. Hat der Ingi wieder seine Türme nicht stehen? Nein, er hat sie nicht stehen. Das ist richtig schön passiv-aggressiv. Er wollte ein Bein runter, ne? Was Beine halt so machen. Die rollen halt Berge runter. Oh, hi Steve. Was? Warum heißt das Ding Wemse? Steve? Nein, das Ding heißt Steve. Ja, ist von mir, Mann. Das ist mein... Gehört mein zu, Wemse. Aber ist der von uns oder greift mit so wieder angreifen? Der gehört zu uns. Bitte nicht okay. An. Bitte ich habe ihn nämlich schon angezündet. Oh, schön. Röst Steve. Röst Steve. Ah, ein paar Zwiebeln dazu. Schön ein paar Zwiebeln. Zwiebeln sind auch sowas, das macht eigentlich fast dieses Gericht besser. Genau wie Knoblauch. Das war auch so schön hier bei Sons of the Forest. Da gab es jetzt auch hier so ein Update. Ja gut, ist ja jetzt mittlerweile raus. Aber da kam irgendwann auch ein Update, so wo du kochen konntest. Und da konntest du auch dann hier so, ich glaube Greg hieß es, war dann auch so ein Topf voller Arme und Füße mit einem Kopf. Das war auch wow. So, aber jetzt einen ordentlichen Greg. So, wie sieht's aus mit den Blumen? Da fehlen noch zwei. Hat noch jemand einen im Inventar? Nein. Inventar ist. Ich hab noch drei. Du hast noch drei. Oh, wir haben Skorpione. Passt auf, die grabben und ziehen euch zu und hin. Ich bin gerade eh so abseits mit so gucken, wie ich wieder mit Zeug komme. Weil ich hier hoch komme. Die Blumen sind an sich eh nie das Problem, also. Wenn du das so sagst, ich bohre mich jetzt einfach hier hoch. Ja, die Blumen sind, wie gesagt, so meistens das geringste Problem, den ganzen Krempel da ranzuschaffen. Ja, dann ist ja gut. Weil die gibt's recht häufig, die Fossilen hängen halt meistens an der Decke. Das halt wenn du da halt nicht die Speer-Ingi-Kombo hast, sind die meistens ätzend zu kriegen. Oh. Gerade im Lava-Biom, wo die Decke halt so schiefermäßig ist, wird's halt auch recht... Ist die da nicht auch übel hoch in dem Lava-Biom? Ja. Das kommt drauf an, je nachdem wie die Levelgenerierung halt ist, okay. Das ist aber halt Zufall. Blumen haben wir alle jetzt. Nicht das Ding auch schon, das wir aktivieren müssen? Direkt hier daneben. Oder? Ich könnte doch gerade was machen. Ist da was wir machen müssen, oder? Oder ist es da, wo Katka gerade ist? Wir müssen. Keine Ahnung, ich bin Speer. Ich bin eh da, wo ihr nicht seid. Ja. Ah, hier, zur Transportkapsel zurück kann drücken, oder? Ja. Okay. Ja, hier kannst du ja noch abgeben. Jetzt rennt das kannst Ding du an, am Bohrer kannst du abgeben. Hallo, halt an. Ich will den Knopf drücken. Mit C kannst du sie zurückrufen. Ja, habe ich gemacht. Ich habe jetzt auch den Knopf gedrückt. Also sollte jetzt vielleicht irgendwas passieren. Ja, mit es leuchtet. Boom! Speck's tot. Sollte irgendwas passieren. Ich habe C gedrückt. Boom. Wo ist auch noch das C4? Gut, so, wir stehen schon mal. So, ist es auch was passiert? Wo ist das Ding hin? Ja, zum Bohrer ist das Ding hin. Das lockt jetzt ein. Und jetzt heißt Bohrer reparieren. Aha. Das rutscht mal so ein bisschen über Boden, auch wichtig. Oben sind ein paar Nüsse. These nuts. These nuts. Ich
Ich kann das nicht. Raketenlandeplätze müssen verdichtet sein. Genau. Ja, ich komme nicht hier richtig ran gerade. Wie war das? Kondensmilch? Nicht ganz. Plattform bitte. Kommst ran? Einwerkeln. Ja. Und auch hier direkt haben wir was. Apropos Heimwerker, ich musste mir jetzt selber beibringen, wie man Klamotten näht, weil meine Hose schon am Montag gerissen ist und ich nur diese Hose hatte. Oh, das kriegst du ganz easy eigentlich. Ja, ich habe mir da so ein Patch drüber genäht. Das Problem ist halt, ich habe die Hose halt schon ewig. Deswegen ist der Stoff halt. Er hat die Hose gepatcht, ach, über diese ITler. Deswegen. Den Spruch habe ich auch schon, den Spruch habe ich auch schon gebracht. Nee, Plattform. Deswegen ist halt zwischen den Beinen der Stoff übel dünn. Ich habe jetzt einfach mit der Hilfe meiner Oma, ja? Grüße gehen raus, so einen extrem großen Flicken da drüber gemacht. Und das ist halt übel Grüße unangenehm. Grüße gehen an Oma Specks. Grüße an Oma Specks. Die Plattform ist scheiße. Wo seid ihr denn beide? Ja, ich bleib mal hier drin stehen. Ich würde sagen, wir wissen bei der Triangulation, wir kommen gleich. Ja, ist eh halb fertig. Ja, da solltest du eher warten, bis alle da sind, bevor du das Ding fertig baust. Ist jetzt zu spät. Aber es geht ja auch so fertig. Und früher anfangen heißt auch früher fertig. Ja! Es ist schön, dass es immer noch drin ist, wenn du dich mit dem Speer nach unten hin abseilst, ist er dann immer noch panisch schreit. Okay. Ich hab noch Angst, dass ich so mit meinem Waffenscroll einfach aus Versehen so mit hier zu viel werfe. Türmchen sind leer. Das ist leer. Meine Türmchen. Das ist schade. Ja, mach voll. Wir sind schon voll. Wieder irgendwas und greift die Türmchen. Der Wendel hat sich voll gemacht. Kann ich den Türmchen auch, Nein. Hier. Und du kannst nur bauen helfen. Nein. Friendly Fire, geht das auch gegen die Türmchen? Nein. Nein. Okay, gut. Friendly Fire macht ja eh sehr wenig Schaden. Ja. Das ist so. Das ist doch schön, wenn du so Munition sammelst, kannst du immer schön erstmal einen Sip vom Getränk nehmen. Was ist denn das da für ein komisches Viech? Das ist ein Wemsel wieder. Warum hat Wemsel eigentlich so einen Tier? Einen Geht Steam? Über einen Perk. Nee, das ist mein Perk für mein Ingi und für meinen Speer. Was? Eingehende Brennstoffzelle da oben. Die muss erstmal runter. Warum liegt hier eigentlich ein Jettis-Brocken und keiner hat ihn abgegeben? Wo liegt der denn? Habt ihr noch nicht gesehen? Ich hab ihn schon weggeräumt. Achtung, ich mach hier. Ich hab schon weggeräumt. Wer ist das? Bea, ich würde ganz die 4 hierhin platzieren. Könntest du dich vielleicht entfernen? Brauchst du nicht, das ist schon unten. Ich wollte dich in die Luft jagen, es tut mir leid. Beim nächsten Mal ziehe ich das einfach durch, das Ding. Ich bin ein Späher, ich bin schneller weg, als du gucken kannst. Das Ding ist halt, ich brauche immer so ewig, um zu verstehen, werfen euch beiden, dass es Specs, ist. Specs, siehst du mich? Siehst du mich? Ja? Yeah? Mir nach. Ein Scheiß. Das ist schwierig. Ja, ich könnte hier Rocket Boost machen mit dem C4 praktisch. Rocket Jump. Ja klar. Mein Arsch tut weh. Das muss ich. Nein, meine Hand tut weh. Dieses Viech von Wemsel macht mich auch so verrückt. Ich will die ganze Zeit drauf schießen. Ja, aber der leuchtet doch schon so distinktiv. Den sieht man doch. Ja, so einen richtig fetten Pfeil hier. Er hat das Gesicht seiner bärtigen Mutter. Er hat das Gesicht seiner bärtigen Mutter? Ja. Ich hab's mein ganzer Stolz. Mama Wemsel. So eine dicke Südstaatenfrau, Mama Wemsel, die Karten dir legt und dann immer nur Tarotkarten legt, die dir dann in Zukunft vorhersagt. Ich hab schon wieder auf Wemsel sein Viech geschossen. Was? Gegen mein Haustier? Hauptsache ich treffe keinen Gegner, aber das Vieh von Wemsel tue ich aber komplett weglasern. Sein Name ist Steve! Steve. Das ist Minecraft Steve. Genau! Ich hab wieder drauf geschossen. Er kämpft aber auch gegen so ein anderes Viech, das ist zwar aus Versehen. Also Leute, wenn ihr Steve heißt, auch vielleicht im echten Leben, haltet euch von Specks fern. Es wird nicht gut ausgehen. Grüße geht raus in Minecraft Steve aus Smash. Was? Vielleicht auch aus einem anderen Spiel. Ach stimmt, hast du mitgekriegt hier, Minecraft Steve aus Smash hat ja ein eigenes Spiel gekriegt. Nennt sich Minecraft. Ihnen hat so dumm.
Das ist so dumm. Minecraft Steve aus Smash hat dann ein eigenes Spiel gekriegt. Minecraft. Digga. Ihr habt das zuerst gehört. Minecraft. Das ist halt auch schon so eine richtig. Nee, ich find's geil. Es ist so dumm, dass es halt schon wieder gut ist, weißt du? Das ist wie was mein Kumpel immer sagt: Halt dein Maul und sag mir, was los ist. Hallo Brian, setz dich hin, nimm dir einen Keks. Du Arsch! Ich treffe hier nichts außer Steve. Ja, oder uns. Oh, C4. Oh, ich hab den Bumerang dabei! Ich hab gar nicht mehr dran gedacht. Ach, das ist unten Steve. Traktor fährt hoch, spülen. Ja, das Beste ist eh, wenn du dir so einen Schlitzer oder so einen gepanzerten holst. Ah, ich hab auch noch einen Dingens. Lebt Steve noch? Ich liebe die Armbrust. Steve lebt doch, ich hab ihn gerade wieder angezogen. Noch lebt er? Oh nein. Nur die Fresse hier stellt sich nicht. Naja, du kannst dir noch die Fresse wegschießen, dann explodieren sie nicht. Okay. Ja, es sah gerade eben so aus, würde er nicht sterben einfach. Ja, die. Nee, das ist, wenn du die anschießt, dann fangen die an zu wabbeln und dann explodieren die. Aber wenn den halt wirklich die Schnauze aus der Fresse schießt. Es tut mir leid, Ami. Das musste sein, das war ich. Ich habe extra gewartet, bis jemand hinkommt. Ich habe eigentlich gehofft, da kommt irgendein Viechchen, aber es kam nichts, dann wollte ich halt unbedingt zünden. Aber ich brauche dein Opfer. Steve, lauf weg! Erzähl's deinem Vater! Erzähl's deinem Vater! Ist noch ungeklärt, wer das ist. Ich hab wieder auf Steve geschossen. Ja, deswegen soll das ja ihm erzählen, ich brauche noch Child Support. Sag deinem Vater schöne Grüße, ich brauche Child Support. Ja, ich denke mal, der Vater ist Karl, weil da weiß ja keiner, wo Karl ist. Oh nein, ich bekomme niemals mein Geld. Hey, da wollte ich sitzen. Das ist mein Platz, schon immer. Ja, es geht schon rein. Ich stehe wieder. Ich wohne jetzt hier. Ich stehe jetzt hier. Ich denke an meine Gesundheit. Stehen ist doch eh viel gesünder. Vor allem, während man gerade von minus 600 Metern aus nach oben fährt. Im Weltall. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist so ein Modus, wo man das einfach auf so Asteroiden... Ich hab wieder ein Haustier. Es ist wieder wirklich noch so ein Modus, wo man das auf so Asteroiden macht und einfach so Schwerelosigkeit-Effekt hat. Es gibt ja verschiedene Mutatoren. Es gibt ja auch Low Gravity, wo du dann halt hier dreimal so hoch hüpfen kannst. Das ist bestimmt auch cool. Was nicht Spaß macht, wenn du den Super Exploder als Geist hast, der dich jagt. Auch hol dein Bier, kommt bei. Ja, ich bin ja dabei. So, wer muss in der Mitte stehen? Eigentlich ja, Remse. Zu diesen gar lieblichen Klängen möchte ich nun euch sagen, einen schönen Tag noch, macht's gut, sauft ordentlich einen rein, Rock'n'Stone und alles schön random angehen, Leute. Macht's gut. Gute Nacht.